Das vollständige Video zu exogenen Ketonen, auf das sehr viele gewartet haben, und wir starten direkt rein. Denn viele stellen sich ja die Frage, hey, ich nehme was zu mir, was der Körper eigentlich selbst produzieren kann. Macht das überhaupt Sinn? Und vor allen Dingen die zweite große Frage, hey, exogene Ketone haben Energie. Helfen die mir beim Abnehmen? Ich nehme erstmal mehr zu mir. Und dafür muss man einmal um die Ecke gedacht haben. Denn damit du abnimmst, im Sinne von Körperfett verlierst, ist ja wichtig, dass du irgendwie die Energie, die in deinem Körperfett ist, verbrennen kannst. Und es ist dafür entscheidend, nicht nur was oder wie viel Energie du zu dir nimmst, sondern was mit der Energie passiert. Wird die verbraucht oder wird die eingelagert? Wo wird die eingelagert? In der Muskulatur oder ins Körperfett? Und da sind wir jetzt schon wieder in einer ganz anderen Welt und da haben wir nicht mal 40 Sekunden gesprochen. Also, exogene Ketone greifen auf zwei Ebenen in den Energie- und Fettstoffwechsel ein, die jetzt sehr nachvollziehbar sind. Und zwar ist die erste, dass wenn du exogene Ketone zu dir nimmst, du nicht mehr in Zuckerlöcher fällst. Das heißt, dein Gehirn bekommt nicht mehr diese Unterzucker-Hungerattacken, weil das Gehirn auch mit Ketonen arbeiten kann. Und du eben, wenn du nicht in einer ketogenen Diät bist und einfach ganz normal deine Kohlenhydrate isst, naja, sonst keine Ketone im Blut hättest. Heißt, statt Zuckerlöcher hast du dann optimale Gehirnversorgung mit Ketonen und kriegst keinen Heißhunger. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher, weniger zu essen, ohne dass du das Gefühl hast, irgendwie Diät zu machen oder ja, um was zu verzichten. Und das ist der Grund, warum allein über die Energieaufnahme, die exogenen Ketone sehr gut funktionieren. By the way, spart man dabei auch meistens super viel Geld, weil man eben einfach weniger isst. Und gerade wenn man unterwegs sonst Dinge isst, ist das natürlich sehr entlastend. So, Punkt 2 ist jetzt aber auch noch, dass exogene Ketone Entzündungen reduzieren können, potenziell. Und dadurch, und das erkläre ich jetzt in 30 Sekunden, die Insulinsensitivität verbessern. Insulinsensitivität bedeutet, naja, welches Gewebe und welche Systeme Energie oder Nährstoffe aufnehmen. Angenommen, du hast jetzt viele Entzündungen, dann gehen fast alle Nährstoffe, die du aufnimmst, in dein Körperfett rein. Und du wunderst dich, hey, warum nehme ich nicht ab und warum nehme ich so schnell zu und wieso am Bauch und so weiter. Ja, wenn du eben diese Entzündungen los wirst, werden deine Muskeln mehr Nährstoffe bekommen und entsprechend mehr Energie verbrauchen und es wird weniger ins Körperfett gehen. Und dann nimmst du bei zum Beispiel gleicher Energieaufnahme ein Gewicht ab, weil die Energie anders verbraucht wird. Und auch dazu leisten eben die exogenen Ketone einen Beitrag. So viel zum Thema Exogene und Ketone und Abnehmen, weil das ist ja meistens das, was die meisten Menschen interessiert. Du hörst durch. Ja, es passiert was, weil dein System sich umstellt. Und andererseits macht es natürlich Sinn, das mit einer konstruktiven Verhaltensweise zu kombinieren. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sonst morgens irgendwie schon mal mehrere Snacks zu dir nimmst und das mit den Ketonen weiter tust, wirst du weniger Erfolge haben, als wenn du zum Beispiel ausnutzt, dass du weniger Hunger hast und dann zum Beispiel ein, zwei Snacks überspringst. Ne? Also das macht Sinn. Die sind ein Tool, um Verhaltens, meiner Meinung nach, wenn man das jetzt einfach mal seriös angeht, sind die ein Tool, um Verhaltensänderungen super einfach umzusetzen und nicht nur etwas, was man zusätzlich nimmt und sonst alles gleich lässt. Genau. Also sie reduzieren Heißhunger, sie regulieren Entzündungen. Und sie helfen dir auch zum Beispiel besser zu schlafen. Vielleicht kennst du das, dass du zwischen 2 und 4 Uhr nachts wach wirst, weil du Pipi musst oder sowas und deswegen nicht durchschlafen kannst, weil du in die Glykogenese kommst. Und wenn du mit Ketonen dein Gehirn durch die Ketonen versorgt ist, wirst du auch besser durchschlafen können. Dadurch reguliert sich auch dein Stress runter. Ne? Exogene Ketone und Stress ist ein großes Thema. Besserer Schlaf bedeutet bessere Stressregulation und auch da kannst du gerne mit den Ketonen ansetzen. Wichtig ist, Stress wirst du niemals loswerden, indem du nur irgendetwas konsumierst, sondern das findet eben im Kopf statt oder im Körper. Und da ist es eben wichtig, körperliche und mentale Methoden einzusetzen, die für die Stressregulation entscheidend sind. Dazu verlinke ich dir eine Seite unter meinem Video, unter diesem Video hier. Dann geht es weiter mit exogenen Ketonen im Kontext von Unverträglichkeiten, Krankheiten, PMS, Schwangerschaft und wir fangen mal mit Autoimmunerkrankungen an. Es sind Fälle bekannt und ich sage das bewusst so, weil es keine Verheilungsversprechen gibt. Es sind Fälle bekannt, in denen Autoimmunerkrankungen geheilt werden konnten mit durch den Einsatz exogener Ketone. Es sind auch Fälle bekannt, in denen Migräne, oder habe ich sogar einige in meinem persönlichen Coaching. Ich bin kein Migräne-Coach, also ich kriege dann, wenn ich sowas sage, immer so super viele Anfragen von Leuten mit Migräne. Ich kann dir zeigen, wie du die Ketone bestellst oder sowas, kein Thema, aber ich bin kein Migräne-Coach. Ich habe mehrere Leute in meinem Coaching, die ihre Migräne mit der Hilfe der exogenen Ketone massiv in den Griff bekommen haben, also sehr stark verbessert haben. Und auch PMS kann besser werden. Es gibt Frauen, die haben da starke Verbesserungen, es gibt Frauen, bei denen macht es gar nichts.
Ist so, kann man ausprobieren und wenn es wirkt, cool, und wenn es nicht wirkt, dann ist es halt so, ne? Exogene Ketone, gerade insbesondere die von Pruvit, die aus ja, fermentierten Pflanzenfetten bestehen, haben einen positiven Einfluss auf den Darm. Beziehungsweise auch hier, ich möchte immer klar differenzieren, was ist erwiesen und was vermute ich. Ich vermute, dass sie einen positiven Einfluss auf den Darm haben. Ich persönlich bin glutenintolerant, kann aber Gluten sehr viel besser vertragen, kann jetzt zum Beispiel einfach mal eine Pizza essen oder so. Das war früher undenkbar, ohne Durchfall, Pickel und Müdigkeit zu kriegen oder einen Kater sogar am nächsten Tag. Ich kann jetzt, seit ich exogene Ketone nutze, eine Pizza mal eben einfach essen und mein Darm toleriert das super und mein ganzes Immunsystem. Heißt, die können sich auf diverse Unverträglichkeiten, auch die zum Beispiel durch chronische Entzündungen getriggert wurden, sehr konstruktiv auswirken. Entsprechend natürlich auch aufs Immunsystem, weil wenn du weniger Entzündungen hast, dann funktioniert dein Immunsystem besser. Ja, Thema Schwangerschaft. Sensibles Thema, sollte man Ketone in der Schwangerschaft trinken und sollte man Ketone trinken, wenn man schwanger werden möchte? Ich würde das jetzt nicht als ultimatives Tool dafür sehen, weiß aber sehr wohl, dass exogene Ketone aufgrund der positiven Eigenschaften aufs Immunsystem, auf den ganzen Stoffwechsel, natürlich auch gerade bei einer problematischen Sache theoretisch die Chance erhöhen können, dass man fruchtbarer ist. So, keine Frage. Wird jetzt aber auch dazu kein wissenschaftlicher Proof. Dann während der Schwangerschaft. Also bin in einer Facebook-Gruppe mit, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da drin sind. Das sind viele Mütter, die jetzt auch mittlerweile während der Schwangerschaft Ketone getrunken haben. Und bei keiner ist irgendwie was schiefgegangen, sondern die haben halt ja, gesunde, glückliche Kinder. Aber auch das würde ich niemals empfehlen, weil ich es nicht weiß. Ne? Das sind Dinge, die gefragt werden, deswegen kommen die in diesem Video vor. Ich empfehle aber nur Dinge, von denen ich mir zu 100% sicher bin, oder von denen ich mir so sicher bin, wie ich es dann auch ganz klar sagen kann, dass die funktionieren, safe sind, weil ja, damit auch, ich da natürlich auch eine gewisse Verantwortung mit habe. Ganz egal, welche Ketone du nutzt, es ist ganz, ganz entscheidend, dass du die richtigen Ketone nutzt. Das müssen rechtsdrehende RBHB-Ketone sein und ja. Da gibt es halt einen Anbieter, dazu kommen wir später nochmal. Jetzt geht es erstmal um das Thema Muskelaufbau. Kurz und knapp, exogene Ketone haben in erster Linie keinen Einfluss auf den Muskelaufbau. Allerdings in zweiter Linie, um die Ecke gedacht, auch wieder. Insulinsensitivität wird gegebenenfalls besser. Heißt, es kommen mehr Nährstoffe in den Muskeln an. Besserer Aufbau. Schlaf wird besser. Besserer Aufbau. Bessere Stressregulation. Besserer Aufbau. Das sind so die Dinge, die sich indirekt auf den Muskelaufbau auswirken. Und was jetzt vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen spannend ist, der insbesondere jemand, der lange Arbeitstage hat, wo er vielleicht auch nachdenken muss oder einfach liefern können muss, exogene Ketone lassen dich lange durchhalten, lange fokussiert bleiben und verstärken auch deinen mentalen Fokus enorm. Können auch die Laune verbessern und dein Energielevel halt grundsätzlich steigern. Aus diversen Gründen. Einerseits, weil Ketone dein Gehirn versorgen. Ne? Dein Gehirn arbeitet damit, mit Kohlenhydraten, Laktat oder Ketonen. Und sie ist eben sehr kontinuierlich straight durch für diese, was weiß ich, 6 bis 8 oder 10 Stunden, die dann am Stück wirken, versorgen. Und auf der anderen Seite, weil, jetzt habe ich einen Hänger. Mann, das war bisher so schön. ja, du hast dann eben kein Mittagstief mehr und kannst dich eben länger konzentrieren. Ne? Jetzt ist immer noch die Frage, was ist der Vorteil? Warum sollte ich nicht einfach diese exogenen oder diese endogenen Ketone, die mein Körper selbst produziert, nehmen? Ja, die Frage ist klar. Willst du wochenlang auf Kohlenhydrate verzichten? Ganz sicher nicht. Deswegen klipp und klar, du kannst Kohlenhydrate zu dir nehmen und exogene Ketone wirken trotzdem. Du hast beide Substrate im Körper, plus natürlich auch eine gute Fettverbrennung, die auch immer mehr ins Laufen kommt, weil du ja dann weniger Kohlenhydrate isst im Idealfall. Aber du brauchst nicht, und das ganz klar, schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß, du brauchst nicht auf Kohlenhydrate zu verzichten, damit exogene Ketone bei dir was bringen. Du kannst die nutzen, um schneller auch in eine endogene Ketose zu kommen, aber du brauchst nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Du kannst Kohlenhydrate essen. Ja, was sind Ketone? Na, auch das nochmal, das sind Energielieferanten, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß hoffentlich nicht als Hauptenergielieferant, und Ketone sind so das, womit du deinen Energiebedarf decken kannst. Und wenn dein Fettstoffwechsel nicht läuft, wirst du erstmal nicht in die natürliche Ketose kommen. Und was wir jetzt uns hier anschauen, ist eben einfach, du nimmst Ketone zu dir, wirst dadurch, kannst dadurch länger mal nichts essen. Also es empfiehlt sich das mit intermittierendem Fasten oder Low
Low-Carb-Phasen im Laufe eines Tages zu kombinieren. Das heißt nicht morgens, mittags, abends und zwischendurch noch ständig Kohlenhydrate zu essen. Und das sorgt dafür, dass du metabolisch flexibler wirst. Das heißt, dass dein Körper alle Energiesubstrate nutzt. Und besonders spannend hier natürlich das Körperfett. So, gibt es Nebenwirkungen? Ja, es gibt Nebenwirkungen. Wenn du jetzt zum Beispiel, das jetzt hier zum Beispiel ein halbes Päckchen exogene Ketone, das kannst du recht zügig trinken, oder ein halbes Tütchen, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ein ganzes Tütchen nimmst, das, keine Ahnung, in 500 Milliliter auflöst und das innerhalb von einer Minute exst, dann kann es gut sein, dass du einen Durchfall kriegst. Das lässt sich vermeiden, indem man es langsamer trinkt. Man kann das ja nebenbei irgendwie mal trinken, ne? Ist es wichtig, dass du die richtigen exogenen Ketone hast. Nimmst du irgendwelche billigen Himbeerketone oder irgend so einen Müll, ja, dann kann das auch irgendwelche Nachteile haben. Da weiß ich es aber nicht, weil ich mich vorher damit beschäftigt habe und die gar nicht erst genommen habe. Genau, manche Leute kriegen auch einmalig ein bisschen Kopfschmerzen, aber das habe ich tatsächlich nie aus meinem eigenen Umfeld erfahren, sondern das habe ich nur im Internet gelesen. Vielleicht haben die auch die falschen Ketone genommen. Also bei den Ketonen, die ich jetzt hier selber nutze, habe ich das nie mitbekommen, dass da irgendjemand außer diesem eben Durchfall, wenn es jemand die geäxt hat, irgendwelche Nebenwirkungen gab. Preise, Kosten, was kostet das? Wie kann man das kaufen? Der Kostenpunkt liegt bei ungefähr mit Rabatt bei ungefähr 5 Euro pro Ration. Wie du diesen Rabatt kriegst, sage ich dir. Und die Sache ist halt folgende: 5 Euro hört sich erstmal für pro Tag natürlich echt recht viel an. Für den einen oder anderen, also für mich jetzt nicht, aber ich habe das auch super oft gehört, dass es sich viel anhört. Und gerade wenn du denkst, hey, okay, das ist finanziell schon eine Nummer, gerade wenn du dann halt, ne, dieses 20er-Pack kaufst und so weiter, diese 5 Euro lohnen sich. Warum? Weil du weniger essen wirst. Ne? Gerade insbesondere, wenn du sonst in der Kantine isst oder dir irgendwo was holst oder dir irgendwo noch was einpackst. Du sparst dir halt, gerade wenn du abnehmen möchtest, vor allen Dingen ein paar Mahlzeiten. Vor allen Dingen ein paar Mahlzeiten unterwegs. Und da sind diese 5 Euro so schnell wieder drin. Plus, dass es dir einfach so viel besser geht. Ne? Und du eventuell halt nicht irgendwie hier und da nochmal vom Misserfolg zu Misserfolg stolperst. Also für die meisten Leute sind diese 5 Euro am Tag einfach so schnell vergessen, weil sie gar nicht ins Gewicht fallen aufgrund der ganzen Vorteile. Du kannst sie kaufen, aber ich werde dir hier drunter was verlinken. Da gibt es einen Anbieter im Shop, einen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Prove It ist es. Arbeite ich auch selbst mit zusammen, weil ich die Ketone von Prove It nehme. Und ich werde dir einfach meinen Link da verlinken. Du kannst den benutzen und damit eben 22% Rabatt auf deine Bestellung bekommen. Und der große Vorteil, wenn du über meinen Link bestellst, sind nicht nur ist nicht nur der Rabatt, sondern dass du mich dann auch als persönlichen Ansprechpartner mal kontaktieren kannst, wenn du Fragen hast. Ich schicke dir auch gerne sogar noch kostenlos meinen Bestseller Intelligent Essen zu, sodass du noch mehr Sachen direkt zum Umsetzen hast. Und ja, immer wenn du dann halt Fragen hast, wenn du über mich registriert bist, kannst du dann super gerne auf mich zukommen. Und deswegen lohnt sich natürlich, diesen Link zu nutzen. Wie sollte man die Ketone einnehmen? Es gibt super viele Möglichkeiten, die fangen an bei einfach morgens Ketone zu nehmen. Ja, zum Beispiel, ich nutze jetzt hier die Ketone mit Koffein, trinke die einfach morgens meistens und über einen recht langen Zeitraum verteilt, damit die Wirkung für mich am angenehmsten ist. Man kann die aber auch exen und so einen krassen Kickstart in den Tag haben. Mache ich auch manchmal, je nach Kontext und was halt so ansteht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, koffeinfreie Ketone zu nehmen, zum Beispiel nach der Mittagspause, um dann das Mittag und kein Mittagstief zu haben. Oder ja, auch im Mittagsbereich, um nach der Arbeit noch richtig Dampf und Energie zu haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Anwendungen habe ich in dem Guide, zu diesem vollständigsten Guide im deutschsprachigen Raum, by the way, zu exogenen Ketonen, den du unter meinem Profil findest, unter meinem Profil, in diesem Video hier drunter verlinkt findest, zusammengefasst. Und im Prinzip ist es wirklich simpel. Ich meine, du trinkst die Ketone und die wirken über 8 Stunden in der Regel und du hast all die Vorteile. Also, wenn du mit Koffein umgehen kannst, es gibt welche mit Koffein und ohne Koffein, aber dann war es das auch schon, dann brauchst du dich eigentlich nicht groß weiter mit der Einnahme beschäftigen, da wirst du so schnell reinfinden, das ist entspannt und einfach. Genau. Also, das war es jetzt erstmal zu dem Thema. Hast du Fragen? Kannst du ja noch mal in die Kommentare hauen. Und wenn du einfach bestellen willst, findest du den Link sowohl am Ende von dem Guide, den ich verlinkt habe. Ja, ich glaube, ich verlinke nur den Guide und da ist ja auch direkt der Tab. So geht es zur Bestellung. So machen wir es, das ist am einfachsten. Und genau, für Rückfragen bin ich dann auch ansprechbar. Sowohl hier als auch am Ende des Guides habe ich ja auch nochmal Kontaktdaten hinterlegt. Heißt,
Da kannst du alles, was dich jetzt mal, gerade wenn du bestellt hast, schon persönlich interessiert, mich super gerne fragen. Genau, vielen Dank fürs Schauen bis hierhin und ja, bis zum nächsten Video. Kannst mir natürlich auch super gerne folgen, hier und bei Insta, verlinke ich auch nochmal. Bis dann.